Vom 9. bis am 11. September hat die Stadt Solothurn nach langem Warten endlich ihr 2000-Jahr-Jubiläums-Open-Air vor der St. Ursen-Kathedrale nachfeiern. Solothurn. Das Wochenende feiern wir die legendäre Stadt und zwar mit zwei außergewöhnlichen Konzerten auf den Stegen von der St. Ursen-Kathedrale. Bad Endochsner und Krokos spielen auf und wie die Stimmung ist bei den Leuten, das gehen wir jetzt zusammen in Erfahrung bringen. Tausende von Solothurnerinnen und Solothurner sind zum Geburtstagsfest von der Stadt gekommen und haben sich auf dem Festivalgelände in der Hauptgasse versammelt. Solothurn ist legendär, weil es eine Stadt ist, weil es eine schöne Stadt ist. Solothurn ist legendär, weil Krokos hier daheim sind. Weil es seit über 100 Jahren den Solothurner Kuchen gibt, den ich sehr gerne habe. Wegen der Zahl 11. Weil hier ist die beste Rockmusik entstanden. Weil es immer wesentlich grösser wirkt, als es tatsächlich ist. Weil es sind nur irgendwie 16'000 Einwohner. Es hat irgendwie alles, was es braucht. Die Aare, alles gemütlich. Also ich finde es wirklich cool. Weil die Leute, die hier leben, einfach Solothurn sind. Das ist einfach... Ich liebe die Stadt über alles. Ja, weil es eine absolute Rock'n'Roll-Stadt ist. Nein, aus irgendwelchen Gründen haben die Trümmer schon gewusst, dass sie hier mal Halt machen müssen. Weil sie gewusst, dass wir in 2000 Jahren nachher hier ein Fest haben. Solothurn ist für mich legendär, weil in dieser Stadt sind Sachen möglich, die in anderen Städten gar nicht möglich sind. Und auf der anderen Seite sind Sachen unmöglich, die in anderen Städten einfach normal sind. Solothurn ist legendär, weil es immerhin schon 2000 Jahre alt ist, oder 2002. Also dann wird etwas legendär. Wir, Ochsners, sind 30 Jahre und legendär. Während das Publikum gespannt auf einen Auftritt von Bad Endochsner gewartet hat, ist es hinter der Bühne schon lange losgegangen. Solothurn. Und ihr seid mitten im Herz von unserer schönen Stadt dabei. An vorderster Front. 30'000 haben das wollen. Ihr seid dabei. Was für ein grosser Moment. Ganz exklusiv für euch. Bad Endochsner. Ich wär schon gerne Fischer gesehen, alleine draus in diesem Boot. Ein Diamant hat noch den Angeln, wir so lange wie breit auf innen rausziehen. Oder er mit drei, ich wär schon gerne Fischer gesehen, alleine draus in diesem Boot. Ein Diamant hat noch den Angeln, wir so lange wie breit auf innen rausziehen. Oder er mit drei. Oh, wer ist Hunger und Kuh ist Freunde, wir haben uns wirklich wahnsinnig gefreut auf den Abend vor 2 Jahren. Wir haben uns wahnsinnig gefreut auf den Abend vor einem Jahr. Und jetzt ist es endlich so weit. Und so komisch das tönt, auf jede Bühne, wo wir diesen Sommer gestiegen sind, habe ich immer gedacht, das ist die Bühne, wo ich vor 2 Jahren hochgehen sollte. Baumos, Baumos. Sprich mir fort von hier, Baumos, Baumos. Sprich mir fort von hier. Ewige Ebbe und Flut, im Sturm ist jeder Hafen gut, aber deinen ist da, wo ich so hab vermisst, wo ich noch nichts von dir hab gewusst. Du kannst kommen, du kannst gehen, du kannst alles von mir haben, du kannst dich auf mich verleihen, ich bin immer für dich da. Immer ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Oh, eins auf all das, was wir nicht können haben. Ein Tor geht auf und ein anderes geht zu. Bleibst du in meinem
Herz sogar noch dann, wenn's anfängt weh. Und auf euch, Solothurn! Auf dieser Stege vor dieser Kathedrale hat es noch nie ein Konzert gegeben. Jetzt, wie hat sich das heute das erste Mal, was ein Konzert hat gegeben, angefühlt? Für mich war der schönste Moment, Homosexualität abzufeiern im Schatten von dieser Kathedrale. Es hat mir irgendwie noch geil gedacht. Die Vorstellung, dass der Moment gefeiert wird, dass ein Mann kann lieben und eine Frau kann eine Frau lieben. Und das passiert unter der Kirche. Das hat mich schon noch gut gedacht. Mach's gut, ich mache, was ich will, hab's schön. Ich habe gescheiter nicht mehr und bleib so, wie du bist. Ich bin schon morgen nicht mehr gleich wie heute. Es ist natürlich ein mega spezielles Event. Zwei Konzerte auf der St. Ursenstege. Vor ein paar Jahren auch noch hat das niemand für möglich gehalten. Ist das auch für dich so? Ja, eh. Also, ich weiss noch, wie das angefangen hat. 2018 ist das Gesamt-OK gegründet worden, für die Feierlichkeiten zu planen. Und nachher, weiss ich noch, hat der Hans-Jürg Ball angerufen, der Stadtschreiber, der Ex-Stadtschreiber heute. Und ich fragte, ob wir ein Konzert buchen vielleicht auf der Stege. Und nachher habe ich gesagt, ja, eh. Und es ist nichts. Wir haben nicht zuerst überlegt, was gibt es da für Hindernisse oder Steine im Weg liegen. Wir haben gesagt, ja, natürlich machen wir das. Wenn wir jetzt mal etwas in die Stadt zurückgeben können, dann machen wir das. Und jetzt ist es 4 Jahre her, natürlich mit Corona noch zwischendrin, aber wir haben es geschafft. Wie viel Arbeit steckt in der Organisation von diesem Anlass? Ja, es ist halt das erste Mal, wo der Anlass so stattfindet. Das ist immer so, bei einem ersten Mal, wo man das durchführt, ist der Aufwand enorm. Man muss wirklich von null auf einen Anlass planen. Man hat keine Erfahrungswerte und man kann wie auf nichts zurückgreifen. Und entsprechend ist die Planungsphase und der Aufwand wirklich gigantisch gewesen eigentlich, ja. Zum Soundcheck von Krokus sind schon so viele Leute schauen, dass man noch einmal mehr gemerkt hat, dass die Hardrock-Band Krokus einfach zu Solothurn gehört. Kurz vor dem Konzert auf der St. Ursenstege, wie ist die Stimmung bei dir aktuell? Ja, man muss sagen, wirklich gut. Also von den Leuten her und von den Getränken und nachher die gute Musik, die hier gespielt wird, kommt das gut mal. Ja, natürlich extrem gespannt. Vor allem, weil ich den Chris von Rohr selber schon bedient habe und die Blumen verkauft habe hier in Solothurn. Du hast ein Krokus-Shirt an. Gibt es etwas, das du verbindest mit Krokus schon? Ja, also ich kenne den Flavio persönlich, auch ein Stück von ihm und alles. Ja, und ich kenne auch die Band gut und ich bin auch schon an einem Konzert gesehen. Ich bin ein riesen Fan von Krokus. Ich habe von der Verwandtschaft, von der älteren Generation, Sachen geerbt. Ich habe heute das T-Shirt zum Beispiel gekauft und auch noch andere Fanartikel. Ich bin mit Krokus als mit ihrer Musik aufgewachsen. Man sieht ständig irgendwo die Mitglieder von irgendwo in der Stadt rumlaufen. Und das ist natürlich schon auch so eine Verbundenheit mit dem 2000 Jahre Solothurn. Das ist super. Solothurn, wir feiern weiter. 2000 Jahre Solothurn. Und es mag vielleicht noch ein bisschen kühl sein hier unten, aber heute oben wird eingeheizt. Die Stimmung, die Ambiance, die Weltgeschichte hier, hä? Grossartig. Heute oben werden die barocken Steine durchgerockt. Heute oben soll es donnern und rocken. Die verlorenen wilden Söhne von Solothurn sind zurück. Für euch, Krokus! We'll be right back.
wir sind Backstage quasi, bei mir, der Fernando von Krokus. Es war richtig ein geiles Konzert gewesen, für euch auch. Ja, absolut. Es ist natürlich der absolute Knaller, hier spielen vor all diesen Leuten. Und das Wetter hat verhebt und es war eine riesen Party gewesen. Also wir haben es genossen. Big time. Ihr habt im Vorfeld ein Hammer-Konzert angekündigt und ihr habt geliefert. Ist das für euch auch so gewesen? Danke, also das müsst ihr entscheiden schlussendlich. Wir haben auf der Bühne nur gesmiled, nur gerockt und eine riesen Party gehabt. Es war mega geil gewesen. Und wir haben plötzlich gemerkt, okay, das sind nicht alles Hardrock-Fans, die hier sind. Die lernen uns erst kennen in Solothurn, oder? Und hoffentlich auch schätzen. Wir haben eine riesen Freude gehabt. Es war top organisiert gewesen. Die Leute von Pippo Kofmelch, alle, die hier geholfen haben, verdienen ein Riesenlob. Es war ein historischer Moment gewesen. Wir haben immer davon geträumt, hier mal zu spielen. Auf dieser, und jetzt drückst du hier ab, oder, und denkst, okay, dann kommen die Läden oben runter, die Ziegel oben runter, oben oder oben die Kirchen, oder? Nein, es war sozusagen, es war genial gewesen. Wenn man vom Publikum auf euch geschaut hat, die Bühne gesehen hat, dann hat man das Gefühl gehabt, da spielt eine Band im besten Alter eigentlich. Haltet das auch ein bisschen jung, das, was ihr macht? Das ist wirklich unglaublich abgegangen auf dieser Bühne. Ja, auf der Bühne wird man automatisch immer um 20 Jahre jünger. Oder? Das nichts tut weh und alles ist in Action. Ja, wir sind relativ gut getroffen. Ja, muss man sagen. Ja, es ist natürlich, man muss etwas dafür machen. Du musst Drogen weglegen, das haben wir schon vor zwei Jahrzehnten. Du musst etwas machen, weil du kannst einfach nicht mehr gleich weiterleben, wie du 30 warst. Oder? Aufhören mit Kiffen, aufhören mit Trinken zu viel. Also schön, Dosis macht das Gift, oder? Und ja, ein bisschen Yoga, ein bisschen bewegen, ein bisschen shooten, wir sind relativ fit, oder? Und ich denke, 10 Jahre stehen wir auch noch durch. Ich bin Stones in London. Jagger 78, ich bin erst 70, Fernando 69, der Mark auch. Nein, ich glaube, wir können nicht aufhören. Also wenn eine Band so abdrückt, Bernhard Russi hat uns gesagt, die spinnen ja, die spielen ja wie die jungen Hünger, schon wenn ein Lauberhorn abfährt, was die machen, oder? Nein, ich denke, wir können noch ein paar Jahre machen. Und solange wir einfach Spass haben, das ist das Wichtigste. Wenn ich die Bühne überall schaue, ich sehe den Fernando smilen, ich sehe den Mark smilen, nein, es ist geil. Besondere Gäste, bitte ein heißes Welcome für unseren Urträumer Urgestein Solothurn, Freddy Steady! Everybody get those hands in the air!
merci, 1000 Mal! Unvergessen da oben! Danke! Wir haben wirklich zwei legendäre Konzerte gehabt, eine mystische Stimmung in der Stadt. Die Location ist irrsinnig vor der Kirche. Ich bin rundum zufrieden. Keine Reklamationen, keine grösseren Probleme. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Weitergegangen ist das Jubiläumsfest am Sonntagmorgen mit einem ökumenischen Gottesdienst. Liebe festlich gestimmte Gottesdienstgemeinschaft, aus allen Pfarreien, aus allen christlichen Gemeinden stehen wir da vorne, um zu sagen, die christliche Religion, unser Glaube an die Nächstenliebe, trägt uns seit 2000 Jahren und wird uns auch die nächsten 2000 Jahre noch begleiten. In unseren Herzen und mit unseren Taten. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist so markig das, was das Zentrum ist von unserem Glauben. Das Zentrum auch, das wir jetzt hier im Mittelpunkt stellen. Im Anschluss an Gottesdienst hat der Solothurner Kleinkunsteintopf die Bühne übernommen. Das Moderationsduo Johnny Solberger und Nurdin Kamsi haben durch das Programm geführt. Ein unglaublich abwechslungsreiches Programm wartet heute auf uns auf dieser St. Ursenstege. Ja, und bei unserem ersten Künstler kann man Kleinkunst wirklich wörtlich nehmen. Er macht nämlich Kunst für die Kleinen. Der Anfang macht ein Solothurner Sänger, der mit seinen Kinderliedern und Geschichten schon die jüngsten Gesichter kann und tut begeistern. Er lässt einem in die Welt vom Lieblingswaldkobold, einem Pumpelpitz, eintauchen. Ja, wir sagen doch ein herzliches und warmes Willkommen und einen grossen Applaus für Simu Fankhauser! Jetzt kommt der Pumpelpitz, jetzt kommt der Pumpelpitz. Ja, der kleine, lustige Walkobot mit dem goldigen. Ja, hey, die sind ja schon wach, mega cool. Ich habe Geburtstag. Sind wir wieder dran, alle zusammen. Achtung! Wow! Yeah, yeah! Ihi! So, aber jetzt geben wir Vollgas, kommt. Wow, ho! Yeah, yeah! Ihi! Ja, so ist gut. Hört zu! Die Tanzshow Palladium hat mit ihrem Auftritt gekonnt eine Hommage an Krokus geliefert. Hübsch am blauen Aarestrand. Sisch immer so gsi, sisch immer so gsi. Es gucket der St. Ursendorm weit usen übers Land. Sisch immer so gsi. Viel liebe alte Klöster hätt's mit Giebeldürm und Dom. Dann ist eine spezielle Formation der Singknaben auf der Bühne gestanden und hat ihre Lieder zum Besten gegeben. Die gibt es seit 2000 Jahren oder sogar ein bisschen mehr. Ein paar Stunden hast die hinter Mauern verschanzt, das überdauert die Glanz. Sie ist dir gelungen, auch wenn wir manchmal Differenzen haben. Der Spoken Word und Slam Poet Simon Cheng hat der Solothurner Dialekt unter die Lupe genommen. Ja, super. Wie viele Mitglieder hat der Erste Rat von Solothurn gehabt? Wie viele Altäre hat die St. Ursen-Kathedrale? Wie viele Glocken? Und müsst euch mal achten, also nicht elfen, achten, müsst euch mal achten, wie die tiefste Glocke tönt.
11. Ja, ja. Achtung, es geht weiter. Wie viele Stufen pro Abschnitt hat die Stege vom Kirchenturm? 11. Wie hoch ist der Turm? 6 mal wie viel Meter? 6 mal 11 Meter gibt es 66 Meter hoch ist der Turm. Jetzt Achtung, die wievielte Bodenplatte im Hauptschiff vom Haupteingang aus zählt, ist die einzige Stelle in der Kirche, wo von wo man aus alle 11 Altäre gleichzeitig kann sehen kann. Die 11. Genau. Also, da muss man zuerst drauf kommen. He? Also der, der sich das ausgedacht hat, der ist, glaube ich, nicht ganz 12. Abschluss vom Solothurner Kleinkunsteintopf hat der Tambourenverein Solothurn gemacht. Am Nachmittag ist die Solothurnerin Tanja Baumberger mit ihrer Formation Female auf der Bühne gestanden. Sprichst du mich an, Sally? Geht's gewusst, ich sag halt, doch ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Male zwei Tassen Kaffee mit dem Stift auf deiner Hand. Schöne Parle par français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Du bist mein Solothurn. Du bist mein I just wanna... Mit dem Konzert von JJ Flück and Friends ist bei viel Sonnenschein und einer hammergroovigen Stimmung das 2000 Jahr Open Air zum Abschluss gekommen. I don't know either. This. Can you hear this? We coming back with a hug and a kiss. In your face like the good old days. The good old days, the good old days. Banging on the drums like a freaking ablaze. A funky ass motherfucker sticky like peanut butter. Slap it like a uppercut to drum break. Make you stutter, stutter, stutter. Got a feeling that you can't control. So appealing, gonna suck your soul. I got you dealing with your mind patrol. You're gonna serve it to me, I'm gonna serve it to you. I got you covered with the mojo juice. I got it wrapped up in the funk, now loose. See that box, you're gonna be a masseuse. You're gonna serve it to me, I'm gonna serve it to you. I come brand with the funk we bring. We fly steady with the back beat. Give me a second, I'ma make you sing. You're
gonna serve it to me, I'm gonna serve it to you. I got my brother on a six-string swing. I got my other brother low like a king.